2021 ist ein ganz besonderes Jahr. In diesem Jahr wird der 1822 Universitätspreis für exzellente Lehre an der Goethe-Universität zum 20. Mal vergeben. Man kann also sagen, dass der Preis schon fest zur Tradition der Lehre an der Goethe-Universität gehört. Das Wichtige ist, der Lehrpreis macht exzellente Lehre an der Universität sichtbar. Gute Lehre wird universitätsweit anerkannt und gefeiert. Bedeutsam ist, dass das Vorschlagrecht für den Lehrpreis allein den Studierenden zukommt, die sich damit am Diskurs über gute Lehre an der Universität beteiligen. Mich hat besonders gefreut zu lesen, wie engagiert und differenziert die Studierenden die Lehrpraxis ihrer Dozentinnen und Dozenten einschätzen. Wir als Goethe-Universität danken der langjährigen guten Partnerschaft mit der 1822 Stiftung der Frankfurter Sparkasse und blicken den nächsten 20 Jahren mit Freude entgegen. Zunächst einmal die Herzensangelegenheit. Am Anfang steht einfach die Zuwendung zu denjenigen, denen ich die Lehre gebe. Das Zweite ist natürlich, wir sind eine Universität, da muss das Beste gegeben werden, was im Kopf ist. Gute Lehre macht aus, dass sie hängen bleibt, dass man damit nicht nur Klausuren besteht, sondern gerade bei uns in der Medizin eben was fürs Leben lernt, für den Berufsalltag später. In den Bildungswissenschaften, also in dem Lehramt, wo ich primär am Lehren bin, ist es ganz zentral, dass man theoretisch fundierte Inhalte mit praktischen Elementen kombiniert. Dass man auch in so einer Atmosphäre auch als Studierende ist, auch wenn man was nicht versteht, dass man einfach fragen kann, dass man sich frei fühlt, um auch zu diskutieren. Und das Wichtigste, finde ich persönlich, ist, dass das Feedback der Studierenden auch wirklich von Lehrpersonen umgesetzt wird. Außerdem ist die Kommunikation mit den Studierenden wichtig. Es geht auch darum, Inhalte, besonders komplexe Inhalte, so einfach wie möglich darzustellen und motivierend zu vermitteln, sodass die Studierenden Spaß daran haben, mitzumachen. Mir ist dabei besonders wichtig, dass nicht nur einfach Formeln angewandt werden, die dann teilweise im Kontext gar nicht passen, sondern dass die Leute wirklich verstehen. Und dafür ist es wichtig, dass die Leute auch Fragen stellen können und dass man wirklich auf diese Fragen eingeht. Gute Lehre zeichnet aus eine breite Themenvielfalt, in der Interdisziplinarität gelebt werden kann. Ganz wichtig ist für mich, dass die Studierenden mit einbezogen werden und sich aktiv einbringen können. Das hat für mich Aristophanes perfekt zusammengefasst mit den Worten: Bildung bedeutet nicht, ein Gefäß zu befüllen, sondern eine Flamme zu entfachen. Ich finde tatsächlich, ich glaube, als allererstes Spaß an dem, was die machen. Aber auch, man muss, glaube ich, merken, wie die Stimmung in der Gruppe ist. Also ob man motiviert ist oder nicht. Und dann vielleicht kleine Umfragen einbauen, also dieses Interaktive. Und man muss für sein Fach brennen. Ich glaube, das ist das, was die Studierenden am meisten merken. Man muss das wirklich in kleine Portionen einteilen, die Studierenden mitnehmen. Ist Flexibilität eine ganz wichtige Eigenschaft? Also, dass man nicht an seinem Lehrkonzept klebt, sondern guckt, was braucht eigentlich meine Gruppe? Ich finde, Transparenz und Fairness ist ein ganz wichtiges Element. Was erwartet mich eigentlich in der Lehrveranstaltung? Und dann finde ich noch ganz zentral Kritikfähigkeit. Die Lehre kann nie nur einigen gelten oder gar nur den Besten gelten, sondern ich muss versuchen, wirklich die ganze Gruppe zu erreichen. Ich glaube, dass ein Lehrender authentisch wirken muss. Er muss seine Lehre mit Leidenschaft vermitteln. Und als Mann aus der Praxis ist mir eine gewisse Praxisnähe der Lehre wichtig. Ich wünsche mir für die Lehre an der Goethe-Universität, dass von der Heterogenität, die wir hier unter den Studierenden und den Dozierenden haben, mehr profitiert wird, sodass eben insgesamt eine wertschätzende Atmosphäre etabliert werden kann. Ja, ich wünsche mir, dass wir die Qualität der Lehre stetig weiterentwickeln bei gleichzeitiger Akzeptanz der verschiedenen Fach- und Lehrkulturen, die es an der Universität gibt. Und was ich mir auch wünsche, ist von den Studierenden eine gute Rückmeldung über das, was gut läuft. Auch mal ein Lob kriegen tut gut, aber auch Kritik da, wo sie berechtigt ist, damit wir uns immer weiterentwickeln können. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die Lehre gleichrangig angesehen wird wie die Forschung. Die Lehre wird immer tiefer und auch immer breiter, durch den Bedarf, interdisziplinär arbeiten zu müssen, aber auch, weil immer Neues erfunden wird. Ich glaube, eine Sache, die sich auch in 10 Jahren nicht geändert haben wird, ist die Lehrperson. Dass Studierende vorbereitet werden auf eine Arbeitswelt, die immer dynamischer und digitaler wird. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
die Chancengleichheit für alle Studierenden gewährleistet sein muss. Und gerade beim digitalen Lehrangebot muss immer darauf geachtet werden, dass alle Studierenden auch den Zugang dazu haben. Sehe ich immer mehr, dass eben die digitale Lehre und das digitale Lernen nie ein Ersatz, immer nur eine Ergänzung sein können zur Präsenzlehre. Wertschätzung, Partizipation, gehört werden. Das Schöne an dem Preis fand ich, dass die Studierenden den Preis vorschlagen. Ich wusste selber echt von nichts. Erstens Bestätigung, zweitens Ansporn und drittens Sichtbarkeit. Ich finde es schön, dass die Dozierenden von den Studierenden einfach mal direktes Feedback bekommen. Motivation und Würdigung der Lehrenden. Und das bedeutet für mich vor allen Dingen Wertschätzung und Anerkennung für die Dinge, die ich leiste und tue und noch vorhabe umzusetzen. In erster Linie Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir leisten. Der Zuspruch, den man erfährt, wenn man so einen Preis bekommt, ist einfach Luft unter die Flügel zu bekommen. Wertschätzung, Motivation und Anspruch. Die Förderung von Innovation, die Wertschätzung von besonderem Engagement und Studierendenorientierung. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Geschichte des 1822-Preises nicht enden möge, sondern immer weitergeht und immer mehr anstiftet und immer mehr Leute inspiriert. Wenn es diesen Preis nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Der 1822-Universitätspreis, einfach gut. Der 1822-Universitätspreis für exzellente Lehre unterstützt die innovative Lernkultur an der Goethe-Universität in Frankfurt. Das Geheimnis des Erfolgs des Konzeptes liegt darin, dass die Studierenden selbst beurteilen, welche Dozenten an der Preisvergabe teilnehmen können. Damit entscheiden die Studenten, und sie wissen es am besten, wer für die qualitative Lehre in Frage kommt. Frankfurter Sparkasse und Goethe-Universität sind zwei etablierte Einrichtungen in Frankfurt. Dabei möchten wir nicht nur die Tradition pflegen, sondern aktuelle Projekte mitbegleiten. Wir sind deshalb Mitglied bei den Freunden und Förderern der Goethe-Universität. Als regionales Kreditinstitut sind uns Projekte vor Ort sehr wichtig. Und Bildung steht bei uns ebenfalls ganz oben. Die Stiftung der Frankfurter Sparkasse finanziert den Preis für den ersten Platz mit 15.000 Euro und für den dritten Platz mit 5.000 Euro. Seit 2002 sind wir gerne bereit, diese wertvolle Arbeit an der Goethe-Universität zu begleiten.